Prototype, die Action geht weiter. In diesem Partner mit was anderem, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, gibt's nicht Heller. Ja, sehr toll. Nein, Rednet. Da ich diese letzten Mutationen noch haben möchte. Es geht mir erstmal nicht drum, die Sachen jetzt alle schon Gold zu machen, wie hier, das kommt später noch. Aber jetzt will ich erstmal das Paket hier komplettieren. Deshalb mache ich mal dieses Event. Das müsste ja alles in der roten Zone eigentlich sein. Und es ist ein Bergungsevent. Okay. Machen Sie extreme Schutz. Ja, wie jetzt? Freier Fall. Ach, das heißt so. Ah, bin ich blöd. Mutagene. Jo. 19 Container. Das wird bestimmt nicht einfach, vermute ich mal. Weil die letzten, die waren eh nicht so. Ah, die waren schon ein bisschen komplizierter. Da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Natürlich wäre es besser, ich hätte Bewegung schon hochgeskillt, habe ich aber nicht. Somit wird das Ganze auch ein bisschen interessanter. Ich glaube, jeder normale Mensch hätte Bewegung hochgeskillt, ich aber nicht. Skille ich lieber irgendwelche andere Scheiße hoch. Obwohl, es ist ja keine Scheiße, ist ja alles sinnvoll. Das war gut. Außerdem hätte ich dann auch mehr Luftsprints, aber die habe ich jetzt halt eben nicht. Und ich werde es trotzdem überleben. Mist, Mist, oh, Mist, das war jetzt sehr schlecht. Ja, gut. Gold hier zu schaffen ist eh nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn man Geschwindigkeit nicht wirklich, außer halt durch die Mutation schneller ist. Sonst bin ich ja dadurch auch nicht schneller. So, jetzt geht's zu dem hier. Na, obwohl, naja, kommt doch an. Sieht aber schlecht aus. Komm erstmal hier hin. Es fehlen noch drei Container, die da drüben sind. Ne, schaffe ich nicht im Gold. Ja, will ich vorerst ja auch noch nicht. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ne? Na egal, Heller, dafür haben wir das Paket jetzt komplett. 100%. Fortsetzen, Eventpaket abgeschlossen, neue Belohnung freigeschaltet. Mutation, ein Rudel Gesundheit für alle. Ich glaube, jeder kann sich da denken, was passiert ist. Mercer Skin haben wir wieder was erhalten und Entwickler-Video. Die schauen wir uns ja später noch an. Jetzt geht's erstmal mit Paket 4 weiter. Und zwar das erste Hubschrauber-Event. Finde ich auch cool, dass es solche Hubschrauber-Events hier mal gibt. Ist mal was anderes. Und es lädt. Es lädt. Und ich bin da, in Chinatown. So, so, Hubschrauber. Ja. Wenn Hubschrauber meistern sie die sinkende Flugschraube. Während sie von 9 Grad so, ja. Gut. Ich habe jetzt leider nicht auf die Zeit geguckt, aber ist ja nicht so schlimm. Ich darf mich halt jetzt nicht nur Steuerung irren. Das ist noch scheinbar das Einfachste. Au. Geht's ja nach unten am Stadion vorbei. Jetzt geht's hier lang. Nein! Und da war's schon wieder. Ich habe außerdem wieder das Falsche gedrückt. Die nächsten Ziele werden immer gelb angezeigt. Das ist auch gut. Sieht doch ganz nett aus. Und jetzt wird's hier schon ein bisschen enger. Hubschrauber ist noch nicht komplett geskillt, macht aber eigentlich bei dem Event. Upsala. Macht eigentlich bei dem Event auch keinen Unterschied. Weil das Skillen vom Hubschrauber wirkt ja eigentlich nur, dass seine Schaden und die Munition. Oh, was mache ich denn? Nur der Schaden und die Munitionskapazitäten größer werden. Und das macht ja hier bei so einem Event eigentlich gar keinen Sinn. Es regnet schon wieder. Ich habe es zwar schon oft erwähnt, aber ich finde es richtig geil, wenn es hier regnet. Es wirkt dann alles so dramatisch angespannt. Ups. Ohne meine Eskapaden hätte ich auch noch Gold geschafft. Jetzt wird es halt eben noch Silber. Obwohl nicht mal das. Na, Bronze und durch Chinatown durch. Und das Endtor sieht auch anders aus. Au. Schlecht.
hätte es ihm auch gewagt, wenn er das Ho fucking yeah gesagt hätte, weil das schlecht war. So, weiter geht's. Und vor, meine Lieblings-Events, ne? Hier, Verbrennungs-Events. Oder verbrennen oder brennen, jawohl. Was sind wir denn? Verbrennung heißt einfach Sicherheitsdecke. Das wird auch schön. So, wie viel brauche ich denn? Ja. Gut, machen wir mal. Komm, James, tu was für dein Geld. Und, boah, der Herr, wo ist denn der Verbrennungsofen? Habe ich mir den gleich entledigt. So, hier muss man wirklich... Man muss sich schon... Nein, ach Mann! Ich habe mir schon gedacht, dass sowas passiert. Hier kommt, springt auch kein Goldball raus, denn ich habe noch nicht mal ein Fass vernichtet. Man muss sich wirklich direkt hier hinstellen, weil sonst... Und selbst da muss man aufpassen. Auf der anderen Seite hat er aber auch was. Ja, das hat geklappt. Nein, was? Oh, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Es geht also auch, dass man die gleich werfen kann. Komm. Ah, mit der Peitsche kann man die sich auch noch schneller ranholen. Ja, also jetzt hier. Ihr wollt mich doch verarschen. Richtig schlecht in meinen Augen, wie ich es gemacht habe. Aber egal, das spielt keine Rolle. Ich krieg Bronze und das reicht mir erstmal. Nein, Mann, du Blöder! Ist vielleicht meine Schuld. Ich dürfte... Ich krieg jetzt gleich nicht mal Bronze. Komm, 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 komm. Ja. Nein, ich krieg keinen Bronze. Nicht mal das krieg ich. Da gibt's nichts zum Freuen, Heller. Und auch nicht so groß tun brauchst du auch nicht. Hm, dieser Satz klang irgendwie merkwürdig. So, diesmal mache ich's anders. Erstmal bringe ich dich um, weil du nervst. Dann werfe ich langsam. Da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es auch trifft. Mist. Hier ist das Fass. Oh mein Gott. Werfen Sie das Fass in den Brennofen. Warum nicht in einen der Brennöfen? So habe ich. Nein, was? Du dummer Idiot, das wollte ich doch gar nicht. Hier, hol dich ran. Oh nein, Heller, du Vogel, das wollte ich doch gar nicht. Scheißdreck! Die Brenn-Events sind meine neuen Hass-Events. Auf ewig. Hier, Heller, jetzt mach doch mal. Nein! Oh, mein Gott. Jetzt natürlich noch schlechter als vorhin. Am schlimmsten ist immer noch Blackwatch. Und Wahnsinn, der hat aber dann perfekt getroffen. Schön. Hätte ich mal eher solche gehabt. Erneut spielen. Mir ist erstmal der Rang egal, aber Bronze muss es mindestens sein. Fertig.
solltest du nicht machen. Oh, ihr blöden... So. Obwohl, ich glaube, das ist die Lösung meines Problems. Das sollte ich auch nicht machen, weil ich es nicht richtig anvisiert habe. Oh, ich hätte es denen jetzt so übel genommen, wenn die mich in der Luft getroffen hätten. Lasst mich in Ruhe, ihr dummen Arschgeigen. Jetzt wird zwar kein Gold, aber es wird Silber. Na, immerhin, endlich geschafft, nach zwei Fehlversuchen. Nein, das war schlecht, Heller. Sehr, sehr schlecht. Aber immer ein Silber. Jetzt habe ich zu 67% komplettiert. Es bleiben aber noch zwei Events, die ich in diesem Part noch mache. Und im nächsten Part gibt es dann die letzten. Aber reden wir nicht schon von zukünftigen. Jetzt reden wir erstmal vom Hier und Jetzt. Auch direkt neben der Entbergungsmission von vorhin. Ja, Sound der Unglaublichkeit. Mhm. Punktzahl 1,22 für Gold. Komm, jetzt will ich mal Gold haben, ja. Nein, 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 nein! Mach keinen Scheiß! Alter, mach keinen Scheiß! Das Schwierigste kommt erst noch. Vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass das letzte dann, was hier im fünften Paket ist, leichter sein wird. Ja. Den habe ich. Den habe ich. Das gibt. Das ist schon ein bisschen komplizierter, ja. Auch noch ein bisschen. Oh, das scheiß Denkmal, oder was das war. 27. Geht's über Bauten ab. Noch 7 Stück. Schaffe ich nicht. Na, cool. Ich sag niemals nie, ob das zu weit weg für die letzten 4 Tore. Musik ist eigentlich auch sehr gut hier. Wobei kommt und oh. Man übelst kleinen Bereich, um Silber auch zu kriegen. Falls man Gold versagt hat und sich denkt, oh gut, Silber habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Nee, 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 es gibt's nicht. So, und letztes Event. Ruinen. Lad es mir bitte. Bitte. Bounce, bounce, und ich bin da. Sehr freundlich von dir, Heller. Genau das wollte ich. 1, 2, 30. Das ist doch eigentlich machbar. 27 Container. Achtung, fertig. Los. Und, boah, das Haus, ey. Ich frage mich, wie das passiert ist. Gab's hier ein Erdbeben? Ne. War es bestimmt ein Goliath. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass er noch mal. Ob der so ein Haus einreißen kann? Naja. Wir wissen es nicht. Jedenfalls muss man hier ziemlich weit rennen. Wo ist denn das? Ja. Wir haben schon mal knapp fast die Hälfte. Noch. Einen, dann haben wir eigentlich die Hälfte. Ist ja egal, ob man jetzt 13 oder 14 als Hälfte wertet. Hier nach oben. Nein. Oh, Glück gehabt, ich dachte schon. Ja, das könnte vielleicht sogar, wenn ich mich anstrenge, Gold mal werden. Wäre natürlich mal nicht schlecht.
Muss ich hier durchrennen. Ah, das finde ich ja mal richtig kompliziert hier teilweise. Da drüben ist einer. Oh, das wird knapp für Gold. Ne, wird kein Gold. Wird aber für Silber. Ja, na, da fehlt mir halt eben das höhere Springen und Rennen. Das heißt, im Grunde mache ich es mir eigentlich selber schwer. Persönlicher Rekord, ja. Eventpaket abgeschlossen. Neue Belohnung. Sicherheitsdecke weiter und Sound der Unglaublichkeit. Okay, und dann haben wir noch die hier. Die mache ich im nächsten Part. Ist vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber da mache ich ja dann sowieso noch irgendwas anderes. Sammel zum Beispiel noch ein paar Blackboxen oder noch ein paar Feldagenten oder irgend so ein Shit. Oder auch ein paar Mutationen, falls ich welche sehe. Wir werden es sehen. Wissen nicht, was die Zukunft bringt. Jedenfalls haben wir hier noch zwei Helis, zwei Helis-Events? Zwei Heli-Events. So, ja. Ja, ja, und eine Battle Royale. Oh, das hört sich gut an. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns.